Und wie geht's sonst so? Fragt der Odin. Mir geht's soweit gut. Eine recht schöne, aber auch sehr warme Woche gehabt. Bin froh, dass es heute mal wieder etwas kühler ist. Ja, in deinem Umluftbackofen bei dir da. Aber ja, ist eine gute Umschreibung, wenn du versuchst, nachts bei 30 Grad in deinem Schlafzimmer zu schlafen. Ja, Und kenne das ich. Fenster nicht richtig aufmachen kannst, weil gerade ein Gewitter draußen ist und du hast Schrägfenster. Weißt du, was auch toll ist? Nachts 30 Grad, du willst schlafen und da kommt so ein etwas an, was auch noch gewisse Dinge tun möchte. Dann wird's richtig kritisch. Dafür ist meiner zu K.O. Der ist selber zu Ja, K.O. meiner dafür. leider nicht. Meiner leider nicht. Der kann immer. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wenn du eine Kryo brauchst, Ich bringe ihn habe jetzt ich zu Füßen den nach Hause. offen? Ich bringe den jetzt zu Füßen nach Hause und hol da mal einen Drachen. Oder so. Nerv nicht. Nerv nicht. Nerv nicht. Interesting. Ich habe nicht alles pincoded. Stelle ich gerade mal so fest. Alla. Das ist mir jetzt aber auch mal wurscht. Ja, das wollte ich. So. Den Karno wegpacken. Und die Kryokapsel dabei wieder aufladen. Ein nettes Kundengespräch hatte ich diese Woche. Wieso? Hab seit langem mal wieder jetzt auch demnächst was mit Meerschweinchen zu tun, hatte ich ewig nicht mehr. Da läuft ein roter Kahn rum. Ich weiß nur gerade nicht, ob der einfach nur rot ist oder ob das ein Alpha ist. Pompi nervt mich nicht. Sieht aus wie ein ganz normaler Kahn. Muss ihn gleich nochmal abknallen. Ja, wieder willst du nach Kahn. Kanoline! Oh, du hast hier schon einen getötet. Die hält halt als das erste Mal in ihrem Leben Meerschweinchen, macht sich halt noch sau viele Gedanken. Das fand ich irgendwie voll süß. Alle Raptor. Du killt ein Raptor. Ein blauer Galli, cool. Blauer Galli. Hübsches Blau. Ähnlich wie der Bronto. Also richtig schön leuchten. Mit ein bisschen roten Ich mag's lieber ein Akzenten. bisschen heller. Ja, mit so roten Akzenten, weißt du? Also eigentlich voll cool. Musste leider den roten Kano eben killen. Das ist schon eine Weile her. In meinem Solo habe ich einen schönen blauen Trodon gezähmt. Der Listro ist hübsch. So richtig schön leuchtende Farben. So orange-rot. Voll cool. Eigentlich müsste ja auch bald wieder das Sommer-Event Erinnert kommen. mich so ein bisschen an das Lied von Bruce Springsteen, Fire. Das Lied ist cool. Kennst du das? Vom Titel her komme ich jetzt nicht drauf, aber ich wette, ich habe es schon mal gehört. Das ist eins von den Unbekannteren tatsächlich, deswegen frage Echt? ich. Lass mir mal im Discord vielleicht ein Musikvideo-Link da. Ich habe da jetzt einen Musikordner reingebaut. Super Idee. Deine Stream-Leute können auch gerne auf den Discord kommen, dann kriegen sie es wahrscheinlich noch eher mit, wenn du wieder streamst. Teils, teils. Also der Odin, der ist schon auf einem anderen Discord mit dabei und da ist auch Stream-Benachrichtigung mit drin. Hier ist ein 29er Raptor, der gerade von mir wegrennt. Mit 8 auf Leben. Ein normaler, aber kein Tech. Nee. Ist fast bei meiner Base. Ich Läuft auch weiß für mich. nicht, ob jetzt groß. Ich mag Raptoren generell eigentlich schon. Aber hier auf dem PvE will ich mich eigentlich mit der Zucht dann doch nicht so beschäftigen. Außer für Tech, ne? Ja, die Tekkos, die sind jetzt eigentlich nur fürs Element. Weil ich halt das Tech-Design so geil finde. Hey, der hat tatsächlich noch einen halbwegs guten Wert auf Leben und vor allem einen sehr guten Wert auf Geschwindigkeit. Der hat 8 auf Geschwindigkeit. Das ist Und kein 7 auf schlechter Start. Leben. Das geht voll klar dafür, dass ich den mit 26, also 40 geholt habe.
Dein Bronto? Problem ist, ich muss ihn jetzt irgendwie durch das Tor kriegen. Und dass das Tor zugeht. Auto close. Disabled. Komm mit, Brontoli. Mann. 93, da fehlen 3 Punkte. Ja, weil du nicht. Weil der die 3 Punkte in Ochse nicht hat, genau. Ansonsten wäre der perfekt, aber brauche ich nicht. Bevor ich die brüten lassen kann, muss ich die anderen Brontoeier erstmal irgendwie, ich nenn's mal, vernichten. Verarbeiten? Zu Kibbel? Sind ja befruchtete. Wenn halt sonst keiner Brontos haben will. Ja, leider. Ich habe ja den einen dann mal erfolgreich ausgebrütet und großgezogen, den du mir zum Schluss noch gegeben hast. Der ist nur gerade auf Eis. Weil ich Pronto Arbeitstier gerade nicht brauche. Komm schon. Gib mir einen Demo mit Level 98. Achso, ich wollte ja noch meinen Drachen wiederholen. Oder erinnerst du mich an was? Ich muss den Fire Wyvern noch fertig ja, wachsen lassen, dass wir da mal. Da war die selben fucking halben Jahr drauf. Die Demo mit. Ah, Mutation auf Food. Nein, mit Food habe ich abgeschlossen. Mit Food habe ich abgeschlossen. 20 Level Food reicht. Mach doch nichts, wenn es noch höher wird. Nee, also bei 20 Food habe ich mir gesagt, höre ich auf. Und bei 10 Speed, ich mutiere die jetzt nur noch in Angriff und Leben. Sorry für dieses niedliche Mädchen, aber... Was war das denn für... Welches Dimorphie meinst du? Die Morphodon, die kleinen Gremlins. Die. Ja, da komme ich glücklicher. Ja, diese kleinen Flieger. Ich züchte die hier ja als Bodyguard. Ich habe denen nur 20 Food angezüchtet, dass sie halt auch mal eine Weile irgendwo sitzen können, ohne dass man sich da Sorgen macht. Aber mehr brauchen sie eigentlich grundsätzlich dann erstmal nicht. Ja, jetzt war da einer tatsächlich mit Level 98 und dann war die Mutation leider falsch im Wert. Hier liegen so viele Leichen rum. Bei mir werden auch gleich viele Leichen sein. Ahaha. Ja, aber ich habe sie eben alle abgeknallt. Fuck. Dreckiges Bastardvieh von Flugschi. Ja, dieser Flugdieb, weißt du? Der hat dafür gesorgt, dass ich meine Armbrust fallen gelassen habe. Oh, wissen wir es viel. Ich hatte gestern tatsächlich einen Tyrakuleo auf meinem Drachen runtergeholt. What? Da habe ich mich etwas erschreckt, weil eigentlich greifen die jemanden auf einem so großen Vieh ja nicht an. Eigentlich nicht. Die haben doch eigentlich Angst vor dem Drachen. Chili Dincano hat ein Aluhirn im Inventar gehabt und Elektrik. Ich habe das mal rausgenommen. Oh, danke. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ich habe es auch nur gesehen, weil ich ja mein Fernglas ausgerüstet habe. Soll ich dir das reinwerfen? Kannst du ja erstmal einfach in den Tresor packen und ich räume dir dann später auf. Ich habe den neuen auch deine Bar, hätte ich beinahe gesagt, gezeigt. Mhm. Aber nicht den privaten Teil. Nee. Gut. Hab ich auch gesagt, ist privat, weiß nur ich, wie ich reinkomme, das war's.
Ja, die Gästezimmer dürfen sie gerne rein, aber nicht. Nee, da waren wir nicht. Ein Kollege hatte nur Hunger, da habe ich ihm gleich den öffentlichen Kühlschrank gezeigt. Ah, okay. Deswegen. Ist da überhaupt. Ja, doch, da müsste noch irgendwas drin sein. Ja, Brot und Bier und ja. So ein Kram. Hier ist heiß, du solltest dir einen kühleren Ort aufsuchen. Arg. Ja. Mit Doppel-R, G und H. Genau. Ah, in so vielen Eiern tatsächlich eine Mutation, aber leider verkehrt. Ich geh mal den Brachio hinter deinem Haus killen. Ich brauche in letzter Zeit wieder so viel Fleisch. Ich züchte im Moment so viel Fleischfresser. Und ich habe noch 1200 Adlereier. Eieiei. Kannst dir auch was unten aus meinem Kühlschrank mitnehmen. Der müsste alles nicht drin. Gelockt sein. Also unten in der Küche aus dem Fleischschrank. Ach wart. Weil wenn ich jetzt hier gleich noch Jutis kille, habe ich auch gleich wieder mehrere hundert Fleisch. Och man, oh ein blauer Säbelzahn. Ich kann wohl gerade das Level nicht. Ah, blauer Säbelzahn, 28 männlich. Mit gutem Wert auf Kampf. Lebt hier noch, da wo ich stehe, am Berghang, hol ihn dir. Der ist jetzt bei 6 Kampf. Ich weiß jetzt gar nicht, was mein Blue Cookie für einen Wert hat. Genau. Der war, glaube ich, aber auch männlich. Ach fuck, ich habe die falsche Muni drauf gehabt. Jetzt hast du da abgeschossen. Nein! Ja. Ah, so ein Kack, ey. Ich dachte, ich habe noch die Betäubungsmuni drauf. Na egal, dann ist der halt falsch. Cheat happens. Weil ich müsste eh erstmal gucken, der war eh männlich, ne? Ich meine ja. War auch männlich. Jetzt hätte ich einfach mal hier so eine Familie blaue Säbel da machen. Ich hab da so einen weißen Bildschirm gehabt, gerade von der Sonne. Wo habe ich. Oder hier oben ist noch. Von, warum ist hier oben einzelner Fundament aus Stein von Edwaffens Nest? Ein Fundament aus Stein. Hä? Ja, und ein Holzboden von Einsiedler. Lol. Da. Da wo der eine mal seine Base hatte? Ja. Habe ich die nicht erwischt? Scheinbar nicht. Liegt hier noch rum. Ich musste die ja auf mich übertragen, damit ich die abreißen konnte. Ja, aber ein Holzboden von mir ist auch übersehen. Ich habe einen Teil davon eh nicht weggekriegt. Ich muss mal meine Viecher hier mal aus den Kapseln holen und wieder neu reinpacken, weil welche, die vor diesem einen Update schon in den Kryokapseln waren, da steht nicht dabei, ob es männlich oder weiblich ist. Ja. Das habe ich auch, deswegen im Moment, wenn ich jemandem Adler gebe, kann ich ihm nur noch sagen, oh, da ist noch eine. Und ein Fundament. Einsiedler. Dann machen wir das mal so voll. Von den ganzen Deinonychus-Eiern, die du mir da mal gegeben hast, habe ich ganz viele behalten. Wo mir die Farben gefallen haben. Wenn die jemand haben will, kann man die klonen. Ja, die haben. Die kann man dann klonen. Wenn jemand dieselbe Farben so wieder haben will. Das ist Roxy. Wo ist denn der Wyvern, der da noch fertig wachsen muss? Babyfire-Wyvern habe ich hier mal 35 und 37. Welcher waren der bessere? Weiß ich nicht. Gib mir einfach irgendwo an. Was war deine? Okay, Holzboden. Zack. Der 35er hat mehr Leben. Ist mir auch relativ, also. Ich nehme den. Gestern war mein Drache zu blöd zum Landen, da ist er mir von der Burg runtergeklatscht, ne? What? Ich hatte gerade. Ja, und ich hatte so einen halben Herd und Fark. Könntest du eins, zwei Wyvern-Milk mitbringen? Wenn du welche hab, ich glaube ja. Ich habe gar keine mehr. Die waren in dem einen Kühlschrank, der da plötzlich weg war.
Das war nach einem Update von der SOS-Mod, wo alles weg war. Das war ein SOS-Kühlschrank. Also, deswegen habe ich die Nicebox. Die Mod hat bisher nie Probleme gemacht. Ja, ich habe auch überall jetzt HG-Kühlschränke hingestellt und auch vorsichtshalber andere. Ich habe mir eben halben Liter Kakao in den Kopf gekippt. Ui. Ja, ich hatte keine Überzuckerung kriegst. Ich habe nicht so viel getrunken. Seht's. Oh, hier sind die Juti-Eier dran. Oh, ich dachte, wir machen ein paar Adler, die kein Mensch braucht. Ein paar Kryokapseln machen wäre auch noch eine Idee. Klar. Warum ist der Terizino jetzt schon wieder... Ach, ich frag nicht. Ich frag einfach nicht. Es ist arg. So. Leider sind... auch mit den anderen da Babys entstanden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut, vielleicht ist aber eine neue Mutation dabei. Vielleicht ist eine neue Mutation dabei. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, was ich hatte, ich glaube. Genau. 19 Leben hat die das letzte Mal mutiert. War aber leider dummerweise Mädel. Wenn man anfängt, über Rexe drüber zu springen, weil die einen den Weg blockieren. Nee, Quatsch. 14 Angriff hat die mutiert. Von 12 auf 14. Ich brauche jetzt ein Baby mit 14 Angriff und 17 Gesundheit männlich. Danach suche ich jetzt aus den Eiern. Von ihr. Bei den anderen, ja, mal gucken, ob da eine neue Mutation dabei ist. Die Schildkröte geil aus. Oh, wie geil. Die wäre, glaube ich, was für Pichi. Was für Schildkröte? Was? Blau. Carbonemis, ist eine blaue, aber wirklich Panzer, Kopf und Schwanz sind blau. Wirklich blau. So richtig so, okay. Wie meine Haare das eine war. Voll cool. Die muss ich mir jetzt angucken. Das musst du dir angucken. Wo ist die? Bei mir unten am Strand bei mir. Du siehst es an dem roten Thylakoleo, der hier rumsteht. Okay. Die brauchen übrigens normales Kippel, also das blaue Kippel, das dunkelblaue. Hier. Links abbiegen. Da schwimmt auch was im Wasser blau, aber die ist nicht ganz so blau. Guck mal. Okay, das ist schon interessant. Leider nur Level 19, aber ich finde die Farbe einfach Hammer. Ich will die haben. Hast du noch blaues Kippel? Ja, da habe ich die Base. Das ist gut. Kannst du dich bedienen? Nehme ich vorher wieder auf Betäubungsdart. Holst du die schnell? Ja, zwei Stück habe ich richtig gelesen. Ja. Hoppala, da ruckelt's. Weil der Rex da oben Action macht gerade. Wir haben aber auch halt eine Begrenzung, ne, an gezähmten Viechern. Mach nicht. Muss man zwischendurch immer was aufräumen. Raptor, ist das dein Ernst? Und mein Thylakoleo angreifen? Hattest du irgendwie Langeweile? Scheinbar. Ich wundere mich, warum die Kampfmusik nicht aufhört, nachdem ich die Schildkröte gelegt habe. Zwei blaue. Ja. Ich bring mal vorsichtshalber eine mehr mit. Ja, die kann man jetzt nicht mehr. Ups, das war der falsche Knopf. Ich finde so witzig, der Thieler ist so ganz langsam vor dem Raptor weggelaufen, während er angegriffen wurde. Voll witzig. Mhm. Naja, wenn man so weggeschubst wird, weil man auf Passiv steht, hä? Ja. So. Einmal blaues Kibbel per Luftpost. Whoop. Oh, da hinten ganz. Entschuldigung, bin da ein bisschen weiter gerutscht. Ich habe auch die Frissmann. Schildkröten. Drachenmilch dabei. Ah, hätte ich eigentlich gleich mitnehmen können. Kannst du mir die Carbonemis einmal in meine Basis tragen?
Kann ein Adler die tragen? Adler müsste Carbonimus tragen können, ja. Muss ich mal checken. Emila nicht. Ich hätte eher gesagt, zu schwer. Okay. Nee. Ja, dann bring ich die eben. Na komm. Oh, die legt doch einen ganz schönen Speed vor. Go, Turtle, go. Go, Turtles, go. Go, Turtles. Ah, oh, Mann. Wow. Alter, jetzt kriege ich wieder Bock auf Farbtames. Nein, erst muss ich meinen Inkubator aufräumen. Ist den Inkubator aufräumen. Weiter geht's jetzt erstmal mit den Juti-Eiern. Drück mal die Daumen, dass was dabei ist. Oh, die sind immer gedrückt, sofern das geht. Aktuell geht nicht weiter darüber. So. Jetzt ist auch wieder alles clear, das ist gut. Naja, bis auf die verhungerten Dimo-Babys, die ich nicht wegmachen kann. Naja, gut. Gerade dadurch, dass sie heranwachsen ist, hätte ich gedacht, dass du sie noch tragen kannst, aber kannst du nicht mehr. So. Nee. Hat sich geweigert. Mhm. So. Schauen wir mal. Juti-Babys. Wer sich das nicht anschauen kann, bitte weggucken, aber die Babys, die ich nie brauche, die werden sofort gekillt. Kill it with fire. Ich liebe diese Knarre. Die funktioniert wenigstens, aber die Demo kann nicht. Bis heute noch nicht wieder. Sehr merkwürdig. Was ist mit dir, Ei? Okay. Die Schildkröte muss ich nachher noch in ihr natürliches Habitat das Wasser unterstellen. Na komm, 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 ab in die Heimat. Hui! Und ab ins Wasser. Sie ist glücklich. Aber eigentlich ist sie von den Füßen eine Landschildkröte. Ja, aber auch die mögen Wasser. Ja, stimmt, ab und zu mal so baden. Bei uns haben sie ja in, das heißt bei uns neue Anlage. Ah, ich habe kein Wasser mehr, verdammt. Da haben sie damals ausgesetzte Schildkröten, Wasserschildkröten reingepackt. Oh. Das ist so ein sag mal, Teichgebiet. Mhm. Im Park. Und da kümmert sich das Tierheim rum, dass die im Winter überwintern und so. Lol, ich habe aus der toten Schildkröte gerade 0 Keratin rausgekriegt. Hä? Macht keinen Sinn. Die sind doch eigentlich immer großzügig damit. Ja, aber scheinbar mag mein Thylakoleo Keratin nicht. Okay. Ich guck gleich nochmal bei der anderen hier, ob das Zufall war. Ne, hier habe ich Keratin gekriegt, das war wohl Zufall. Ach, noch ein Stück näher ran, so. Die Juti-Baby-Leiche kann ich zumindest gleich immer wegräumen. Ein grüner Ichthyornis, ein toter grüner Ichthyornis. Schade, dass man bei Akne in den Boden reinbauen kann. Manchmal wäre ein bisschen Terraforming irgendwie schon nett, ne? Ja. Aber da haben sie sich hier halt dagegen entschieden. Oder es ist einfach in 3D halt irgendwie nicht so gut machbar. Eigentlich schon. Ist ja bei Adolescent Acrocanthosaurus steht bei dir vor der Tür. Oh, den kann ich als Ado aber nicht zähmen wegen seiner speziellen Technik. Ich habe ihn gerade angegriffen. Kommst du nochmal runter, du Vieh? Ne, es läuft hoch.
Wegen ihrer speziellen Mechanik kannst du den leider nicht zähmen. Kann die an deiner Wand hochlaufen? Ich will hier hoch. Aber ein Akrokanto ist auch immer noch auf meiner Liste. Ich will die unbedingt ausprobieren. Weswegen kannst du den nicht? Der hat eine spezielle Zähmmechanik, die nur funktioniert, wenn er wirklich gegen dich aggressiv will. Okay. Nein, nicht Sepp. Den Juti töten. Mann, ich will hier hoch. Eben hast du doch auch an ihrem scheiß Zaun gegrabt. Meine Güte. Elendiges Bastardvieh. Mach du mir mal bitte das Tor auf. Mein Tüler mag dich nicht. Der will an deinem Tor nicht halten. Aber nur ganz fix. Ich hab gerade paar. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Jetzt hat's geklappt, okay? Ja, das war nicht am Tor, sondern am Zaun, aber egal. Ich hab hier nämlich noch ein paar Jutis. Stell dir mal so ein bisschen zu Hammersbald, dann ist der nicht so alleine. Der Hammersbald. In welchen Kühlschrank soll ich dir die Drachenmilch packen? Kannst du erstmal einfach unten in irgendeinen von denen packen? Ich hol's mir da dann ab. Dann packe ich den in den Fleischkühlschrank. Die Fleisch hast du aber auch nicht mehr, ne? Welches Fleisch? Normales Fleisch. Oh ja. Ich töte hier oben gerade meine Juti-Babys. Da kommt wieder rein. Kletter, kletter, kletter. Kletter, kletter, kletter.